Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Willkommen zu einem neuen Mario Odyssey Video auf meinem Kanal. Und heute will ich mal eine Thematik behandeln, die mir schon länger im Kopf rumschwirrt. Und ich habe es auch in den Kommentaren gelesen und allgemein, es sind Fanwünsche einfach. Und zwar, dass Wario und Waluigi ihren Auftritt in Mario Odyssey haben könnten. Und für die Leute, die noch kein Abonnent sind, würde ich mich freuen, wenn ihr den Abonnieren-Knopf einmal drücken könntet. Dann verpasst ihr nichts mehr zu Mario Odyssey und kriegt täglich Videos. Es gibt noch keine handfesten Beweise, Leute, aber ich glaube, das ist Nintendos Plan. Am 27.10. kommt das Spiel erst raus und man merkt richtig, wie Nintendo noch Sachen geheim hält. Selbst vor den Leuten, die Mario Odyssey schon spielen durften, die dürfen es nicht filmen und ins Internet stellen und auch nicht drüber reden. Und so wird es auch wieder sein, wenn das Spiel draußen ist. Manche kriegen das Spiel natürlich schon früher und die Streamer und beziehungsweise die YouTuber dürfen ja vorher auch nichts hochladen, weil die einfach noch was vertuschen wollen. Beziehungsweise, dass nicht gleich alles gespoilert wird. Das war beim Breath of the Wild genauso. Dort haben die das Spiel rausgehauen und da durfte auch noch keiner zu Ganondorf gehen. Das war eine klare Ansage von Nintendo. Und hier war es wieder so, man hat es bei Game Explain gesehen. Das ist ein großer YouTube-Kanal. Die haben auch Stuff hochgeladen zu Odyssey und die haben auch gesagt, okay, wir dürfen das nicht zeigen, was dort passiert ist, beziehungsweise dürfen wir die Szene nicht einblenden, wo zum Beispiel das Pilzkönigreich im Hintergrund war. Ja, sie haben es dann mehr oder weniger um die Ecke gesagt und man hat ja auch dieses eine Porträt gesehen, wo man durchspringt, wo das Pilzkönigreich drauf ist. Aber Nintendo wollte eigentlich, dass das noch relativ im Verborgenen bleibt. Und ich denke zum Beispiel auch, dass Donkey Kong seinen Auftritt haben wird, weil Pauline ist da, es ist New Donk City und Leute, wir kennen diese kleine 2D-Passage, die an Donkey Kong von 1981 angelehnt ist, wo die Fässer von oben kommen. Man hat dort nur eine kleine Szene gesehen, wie man von unten letztendlich läuft und dort kommen Fässer. Aber man hat nicht gesehen, woher die Fässer kommen, Leute. Und wir alle wissen ganz genau, woher die Fässer kommen. Deswegen glaube ich, dass Donkey Kong auch noch seinen Auftritt haben wird. Nintendo hat das extra so im Direct-Trailer gezeigt, beziehungsweise nicht gezeigt. Sie haben oben nicht weitergefilmt, dass man nicht Donkey Kong sieht. Ich glaube, Donkey Kong hat seinen Auftritt. Natürlich, es macht einfach Sinn, wenn man eins und eins zusammenzählt. Genauso wie die Sache mit den Königreichen, die sie auch nicht erzählen. Am Anfang haben sie einen nur eine Handvoll Königreiche vorgestellt und jetzt letztendlich haben sie dann doch noch mehr dazu getan. Das Seaside Kingdom war zum Beispiel schon von vornherein irgendwie klar für viele. Ich habe darüber auch Videos gemacht. Und dann im Direct-Trailer haben sie es dann angekündigt, offiziell. Und ich denke, Leute, dass wir noch mehrere Königreiche kriegen werden. Ich denke, wir werden noch ein, zwei Königreiche kriegen. Und ich denke auch, dass ganz populäre Mario-Charaktere, die aus dem Mario-Universum stammen, auch ihre Auftritte haben werden. Auch wenn es noch nicht danach aussieht, aber ich denke, das ist der Plan von Nintendo. Und jetzt kommen wir zu Wario und Waluigi. Und dazu muss man erstmal die Spiele ein bisschen auseinanderhalten können. Und zwar gibt es ja einmal die 2D-Marios, dann gibt es die Mario Galaxies, die 3D-Worlds und dann gibt es ja noch Sunshine, Mario 64 und auch Mario 64 DS, die für mich alle in eine Kategorie hören, diese drei Spiele. Mario 64 kam 1996 und dort war noch nicht viel mit anderen Charakteren. Es gab das Gerücht mit Luigi und am Ende hat man Yoshi kurz gesehen, aber spielbar war halt nur Mario. Jetzt im Nachhinein natürlich durch Case, durch die ganze Modder-Szene, Hacker-Szene, kann man alle dort spielen. Kann man Wario, Waluigi, Peach, Rosalina, kann man alle spielen. So, 2002 kam dann Mario Sunshine raus, Super Mario Sunshine und dort konnte man auch kein Luigi sehen. Da ist aber die Frage, würde es Sinn machen, dass er dort überhaupt auftritt, weil sie sind halt mit dem Flugzeug und letztendlich, sie wollten einen Urlaub machen, sind dann dort auf Isla Delfino gelandet und dort hat dann die Story seinen Lauf genommen. Aber wir wissen ja alle, warum sollte da Luigi oder Wario auftreten auf Isla Delfino, was haben die dort zu suchen? Natürlich, Nintendo könnte das immer irgendwie inszenieren, aber Leute, im Mario-Universum ist das nicht das Zuhause und auch nicht der Platz von denen. Deswegen kann man Mario Sunshine das irgendwie verzeihen. 2 Jahre später kam dann aber was raus, Leute, und das hat mich richtig gefreut persönlich, und zwar Super Mario 64 DS. Ja, für den Nintendo DS ein komplettes Remastered für Mario 64. Und wir wissen alle, was Nintendo dort versucht hat einzuführen, und zwar mehrere Charaktere. Es gab Yoshi, Luigi und Wario zu spielen mit allen individuellen Fähigkeiten und man konnte sie alle nach und nach freischalten. Es gab sogar ein Gerücht, dass man Waluigi freischalten konnte. Es gibt mehrere Gerüchte darüber, dass man alle Sterne einsammeln muss, dann mit Wario in die Spiegelwelt oder sonstiges. Auf jeden Fall war das nur ein Gerücht. Es gab kein Waluigi in den Teilen. Waluigi hatte noch keinen Auftritt in einem 3D-Mario leider. Aber dieses Spiel, Super Mario 64 DS, kann man zu den Spielen einordnen, wo Odyssey sich jetzt auch einordnet. Und das ist nun mal das letzte. Super Mario 64 DS ist das letzte seiner Art, auch wenn es von 2004 ist. Ist Mario Odyssey theoretisch der Nachfolger dieser Mario-Spielreihe? Und bei Mario Odyssey ist das Ding, Mario Odyssey handelt darum, dass Mario eine Weltreise macht, um den ganzen Planeten, jedes Königreich besucht. Also früher oder später wird er auf jeden Charakter treffen, der relevant in der Mario-Geschichte ist. Und ich denke, das haben sie extra ein noch verheimlicht. Ich bin mir sicher, dass man Wario und Waluigi irgendwie sieht, beziehungsweise, dass sie einen kleinen Auftritt haben, weil man reißt halt das komplette Land ab. Die Frage ist halt, sind diese auch im Pilzkönigreich oder sind diese in einem anderen Königreich irgendwo auf dem Planeten? Das wissen wir halt nicht genau. Ich kann mir vorstellen, am Ende, dass man ins Pilzkönigreich kommt und dass man dort alle Charaktere wenigstens sieht. Ob sie spielbar sind, weiß man nicht, Leute. Aber was wir wissen ist, wenn man alle Monde einsammelt, soll was passieren. Das hat der eine Erzähler im Direct-Trailer gesagt, dass wenn man alle Monde einsammelt, dass irgendwas passieren soll. Und dazu ist mir gleich eingefallen, meint er eventuell alle Monde oder meint er alle Monde in einem Königreich? Weil das wäre auch noch eine Idee. Die Monde haben ja verschiedene Farben. Und wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, im Metro Kingdom alle Monde einsammelt, ja, und im Metro Kingdom sind sie braun bzw. Bronze und das könnte man eventuell mit der Farbe von Donkey Kong assoziieren. Also wenn man alle Monde im Metro Kingdom einsammelt, dass man eventuell Donkey Kong freischaltet, will ich nicht sagen, weil spielbar wird das nicht passieren, aber dass eventuell sein Auftritt dann freischaltet.
freischaltbar ist oder dass man dann gegen ihn antreten kann oder sonstiges. Von den ganzen Mondfarben würde das theoretisch auch passen. Wir haben auch gelbe Monde, die eventuell zu Wario passen würden. Wir haben grüne Monde im Sand Kingdom, die eventuell zu Luigi passen würden. Dann haben wir noch im Seaside Kingdom so lila Monde, die eventuell zu Waluigi passen würden. Also theoretisch haben wir genug Monde für genug Mario-Charaktere später. Die Frage ist nur, werden sie wirklich in der Welt auftauchen oder halt im Pilzkönigreich später, weil ich denke, das Pilzkönigreich ist auf jeden Fall begehbar. Das haben wir ja in meinem letzten Video zu Mario Odyssey gesehen. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass Waluigi und Wario ihren Auftritt kriegen, weil Waluigi hatte allgemein noch keinen Auftritt in den 3D-Mario-Spielen. Natürlich Mario Party und so, aber keinen richtigen Plattformer. Deswegen wünsche ich mir das für ihn. Er hatte allgemein noch kein richtiges Spiel, kein eigenes Spiel, was ich mir auch mal für ihn wünsche, weil ich liebe Waluigi, einfach so ein lustiger Charakter. Und Wario hat auch ganz viel Charaktertiefe bekommen, beziehungsweise auch durch seine Wario Land-Teile und so einen eigenen richtigen Charakter bekommen, der einfach immer meiner Meinung nach irgendwie das Gegenstück von Mario ist und einfach lustig ist. Jetzt seid ihr gefragt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich wollte einfach mal ein kleines Labervideo machen, meine Gedanken zu Wario und Waluigi in Mario Odyssey. 27.10. wissen wir mehr, allerspätestens. Ansonsten abonniert den Kanal, ich werde hier auf jeden Fall Mario Odyssey streamen, bis ich die 100% voll habe und dann werden wir live sehen, was man freischaltet, wenn man alle Monde hat, hier auf meinem Kanal. Und ich werde wirklich, wenn das Spiel draußen ist, durchgehend wie ein kranker Stream. Deswegen, wenn ihr abonniert, verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Ansonsten bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Theo.